Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 16. Juli. Sommerzeit ist Ferienzeit und die Vorfreude auf einen erholsamen Urlaub ist bei vielen spürbar. Damit die nicht am Check-in-Schalter im Flughafen oder an Grenzkontrollen endet, sollten Reisende einiges beachten. Meine Kollegin Julia Decker hat bei der Bundespolizei nachgefragt. Die Urlaubszeit hat begonnen, liebe Zuschauer, und neben mir begrüße ich jetzt den Pressesprecher der Bundespolizei. Hallo Herr Ulitsch. Hallo, einen schönen guten Tag. Wenn man sich jetzt auf den Weg macht in den Urlaub, kann es ja auch manchmal sein, dass man etwas vergisst. Was sind denn so die wichtigsten Dokumente, die man dabei haben sollte? Also je nachdem, wohin Sie fahren, ins Ausland oder fliegen, ist es wichtig, dass Sie Personaldokumente dabei haben, also entweder der Reisepass oder der Personalausweis. Es kommt, wie gesagt, auf das Reiseziel an, da können Sie sich informieren, sowohl im Internet auf der Seite www.bundespolizei.de oder auch über das Auswärtige Amt, welche Dokumente erforderlich sind. Reisepass ist ja nicht gleich Reisepass. Gibt es da jetzt noch spezielle Sachen, auf die man achten muss? Ja, in der Tat, das ist so. Also im Prinzip sollte jeder, der eine Reise tut, vor Reiseantritt prüfen, sind die Dokumente gültig? Wie lange sind die Dokumente gültig? Es gibt Staaten, die schreiben vor, dass auch der Reisepass über die Reise hinaus noch mindestens 3 Monate gültig sein muss. Weiterhin ist wichtig, wir haben die Regel, eine Person, ein Pass. Das bedeutet, Kinder können nicht mehr in Ausweisen eingetragen werden, in Reisepässen der Eltern, sondern die brauchen ein eigenes Dokument, was vorher beantragt werden muss. Und auch wenn die Großeltern mit ihren Enkeln in den Urlaub fliegen und die haben ihre Dokumente dabei, ist es für uns, haben wir die Pflicht zu prüfen, ob das auch alles passt, ob das stimmt, ob das wirklich die Enkel sind. Dementsprechend, gerade wenn verschiedene Namen auf den Dokumenten stehen, ist es günstig, wenn noch eine Vollmacht dabei ist oder eine Erreichbarkeit der ursprünglichen Erziehungsberechtigten, die wir gegebenenfalls dort telefonisch kontaktieren können, damit die Reise auch quasi pünktlich und gut starten kann. Jetzt ist es ja so, dass man im Gepäck einige Sachen dabei hat, vielleicht auch Wertgegenstände. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wo man die am besten ja reinpackt, dass sie vielleicht auch nicht gestohlen werden? Ja, vom Prinzip her ist es ja wichtig, also Unterlagen, die besonders notwendig sind. Also wie gesagt, Reisedokumente, aber auch Barmittel sollte man immer so transportieren, dass man da unmittelbaren Zugriff drauf hat. Generell gilt, sein Gepäck nie aus den Augen zu lassen, immer in Griffweite zu haben, dass quasi niemand Unbefugtes an das Gepäck herankommt, dass man dann quasi die Sachen immer parat hat. Auch gut ist, wenn man Dokumente bzw. auch Barmittel getrennt aufbewahrt, dass nicht quasi alles an einem Ort ist, weil ich sage mal im übertriebenen Sinne, das muss ja auch kein Diebstahl sein, sondern kann ja auch ein Verlust sein, dann ist alles weg. Wenn man das ein bisschen getrennt aufbewahrt, hat man zumindest die Möglichkeit, dass ein Teil der mitgeführten Barmittel bzw. Urkunden oder Unterlagen dann noch da ist, vorhanden ist. Nun gibt es ja auch schon einige Fälle, ja, Taschendiebe auf Bahnhöfen, neben Bahnhöfen. Gibt es da auch Präventionen, die man machen kann? Ja, also grundsätzlich ist es da so, umsichtig sein, die Hand auf der Tasche halten, Taschen verschließen. Wir haben es gesehen am Präventionsstand. Im Prinzip immer so tragen, dass kein Unbefugter darauf Zugriff hat. Und was auch immer nicht schlecht ist, wenn Sie etwas beobachten, natürlich die Polizei informieren, wenn Ihnen da irgendwas nicht ganz koscher vorkommt, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt auch an den Bahnhöfen natürlich immer Leute, die man ansprechen kann. Definitiv. Es gibt also grundsätzlich an den großen Bahnhöfen im gesamten Bundesgebiet, hier speziell in Dresden auf dem Querbahnsteig, neben dem Bahnsteig 15, die Bundespolizeiwache. Allerdings ist es auch so, dass auf den Bahnhöfen und in den Zügen auch Streifen von uns unterwegs sind, eigentlich permanent auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die helfen Ihnen dann. Können Sie noch vielleicht Zahlen nennen oder die derzeitige Situation? Gibt es jetzt schon Fälle, die aufgekommen sind?
Also wir haben es derzeit so, es ist halt immer wieder das, ich will nicht sagen dasselbe, aber deswegen arbeiten wir ja auch in der Bundespolizei deutschlandweit, auch mit unseren Präventionsteams, dass die Fälle eigentlich immer ähnlich gelagert sind. Unachtsamkeit, abgestellte Taschen, man lässt was im Waggon liegen in seinem Abteil, man geht ja nur mal schnell auf Toilette und man kommt wieder und die Gegenstände sind weg. Ne? Also das sind wirklich so die klassischen Beispiele, wo wir quasi durch Prävention aufklären wollen, aber auch durch Vernetzung mit unseren Bundespolizeidienststellen, Landespolizeidienststellen versuchen, diese Sache aufzuklären. Ich danke Ihnen, Herr Ulitsch, und Ihnen wünsche ich eine sichere Reise. Die Polizei wirbt mit der Kampagne Verdächtig gute Jobs um Nachwuchs für die eigenen Reihen. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Mit diesem Angebot der Woche wird jeder zum Bar- und Küchenkeeper. Der Philips Avance Collection Standmixer ist ein Muss für jede Küche. Mit seinem 2 Liter Glasbehälter könnt ihr alle Zutaten, egal ob heiß oder kalt, verarbeiten. Betrieben wird er von einem 800 Watt Motor für maximale Effizienz. Und durch den Geschwindigkeitsregler hier habt ihr die Möglichkeit, noch mehr Zutaten und noch mehr Rezepte auszuprobieren. Damit ihr auch wirklich jede Zutat klein bekommt, hat der Mixer ein ProBlend 6 Messer. Damit könnt ihr sogar euer eigenes Crushed Eis machen mit der Crushed Eis-Taste. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, denn mit der Smoothie-Taste könnt ihr ganz nach eurem Gusto euren eigenen Smoothie kreieren. Das Besondere an diesem Mixer ist, dass das Messer nicht mittig sitzt. Dadurch wird dann die Strömung im Glasbehälter optimiert. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Einzelteile ganz einfach in die Spülmaschine stellen, denn die sind alle spülmaschinenfest. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 55 Euro. Expert, preiswert und kompetent in Hoyerswerda, Senftenberg und in Cottbus oder unter esc-expert.de. Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Tan. Seit wann hat er überhaupt ein Smartphone? Gönnen Sie sich ein freies, gönnen Sie Ihren Steppkes ein spannendes Wochenende im Kinderabenteuerhotel vom Mehrgenerationenhaus Südtreff. Spiel, Spaß und Erlebnis, Exkursionen in die Umgebung, Kennenlernen von Natur und Tieren für Kinder von 8 bis 11 Jahren. Das nächste Kinderabenteuerhotel-Wochenende, 17. bis 19. Juli. Anmeldungen ganz einfach im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda oder per Telefon unter 97 41 42. Hoyerswerda 97 41 42. Ein ereignisreiches Ferienwochenende für Ihre Kids im Kinderabenteuerhotel. Die Polizeinachwuchskampagne Verdächtig gute Jobs geht mit 9 Werbefilmen in die zweite Runde. Laut Innenministerium hat die Werbeaktion im vergangenen Jahr großen Erfolg gebracht. Die Bewerberzahlen bei der sächsischen Polizei sind von 4.500 auf 8.700 gestiegen. Der linke Landtagsabgeordnete Enrico Stange kritisierte, Verdächtig gute Jobs gäbe es bei der Polizei nur im Film. Die Ausbildung sei oftmals von Lehrermangel und weiteren Problemen gekennzeichnet. Mehr Nachrichten des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt.
Für Kritik sorgt die Planung der Hoyerswerda Stadtverwaltung, den sogenannten schwarzen Markt in der Altstadt kostenpflichtig zu machen. In der vergangenen Woche war ein erster Entwurf zu dem neuen Parkkonzept vorgestellt worden. Dazu Oberbürgermeister Stefan Skora. Nachdem die Bauarbeiten in der Spremberger, in der Senftenberger Straße am Schwarzen Markt, am Bürgerzentrum beendet sind, wie wir mit dieser Verkehrsführung umgehen. Wir haben Vorschläge gemacht, haben sie vorgestellt, haben aber auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel wir mit dem Problem umgehen müssen, wie gestaltet sich das alles mit den Dauerparkern auf dem Schwarzen Markt. Und da gab es einen Vorschlag und dieser Vorschlag sah vor, wieder Parkuhren, die in anderen Bereichen der Stadt nicht gebraucht werden, einzusetzen. Und dieser Vorschlag sollte jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch diskutiert werden. Aber als erstes und als wichtigstes gilt dabei, dass wir die Verkehrsführung, aber auch die Parksituation gerade hier im Altstadt-Marktbereich neu gestalten und so gestalten, dass die Menschen, die hier zu Besuch sind, aber auch die Menschen, die hier wohnen und leben, damit umgehen können. Und daraus resultierten die Vorschläge, die jetzt öffentlich diskutiert werden. Wir werden über alle Vorschläge öffentlich diskutieren, weil gerade das, was mit den Vorschlägen der Parkuhren zusammenhängt, ja in einem Stadtratsbeschluss münden muss. Aber ich will nochmal ganz deutlich sagen, an dieser Stelle am Schwarzen Markt ging es darum, wie gehen wir mit den Dauerparkern um? Weil wir wollen ja erreichen, dass sehr, sehr viele Menschen, Gäste, Bewohner aus Hoyerswerda, Einwohner aus Hoyerswerda, diesen Parkplatz nutzen. Und da muss man eine Regelung finden. Und unser Vorschlag war, dies mit Parkuhren, mit Parkgebühren zu regeln. Und es wird sicherlich andere Vorschläge geben, aber diese Vorschläge sind jetzt erstmal in der Diskussion. Das bedeutet nicht, dass alles eins zu eins umgesetzt wird. Also man muss darüber diskutieren. Bitte nicht vergessen, die Dauerparker sollten eigentlich nicht auf dem Schwarzen Markt oder auf dem Schwarzmarkt sein, sondern sie sollten dort dauerparken, wo es für die Gäste nicht so behindernd ist. Das war das ganze Ziel. Ein Teil des Gehweges im Wicker 10 wird ausgebaut. Im Bereich zwischen der Einfahrt zum Laurentius-Pflegeheim und dem beruflichen Schulzentrum sollen die Bordsteine und das Pflaster erneuert werden. Voraussichtlich im September sollen die Arbeiten beginnen. Der Rest des Weges zur Kreuzung Cottbusser Tor bleibt vorerst, wie er ist. Erst mit der Haushaltsplanung 2015 wird darüber, wie bereits angekündigt, entschieden, heißt es aus dem Rathaus. Voraussichtlich im Oktober soll mit dem Abriss der bisherigen Kulturfabrik und dem daneben liegenden Obdachlosenheim begonnen werden. Die Arbeiten zum Abbruch wurden jetzt von der Stadtverwaltung ausgeschrieben. Im August wird die KUFA die langjährige Zwischenbelegung verlassen und dann im neuen Domizil am Altstadtmarkt zu Hause sein. Für die Umgestaltung der Energiefabrik in Knappenrode gibt der Bund 2,5 Millionen Euro Fördermittel. Darüber informierte am Donnerstag der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jog. Nachdem ein erster Antrag im vergangenen Jahr gescheitert war, hatte man nun auch das Umfeld in der Ortschaft in die Planung mit einbezogen. Unter dem Titel Objekt Extrem, Energiefabrik Knappenrode, Industriedenkmal und Werksiedlung auf Kurskorrektur scheint das Konzept jetzt für gut befunden worden zu sein. Für den Gesamtumbau des Areals mit einer Verkleinerung der Museumsfläche sind insgesamt rund 9 Millionen Euro veranschlagt. In der Nacht zum Mittwoch ist in Hoyerswerda in der Löfflerstraße in einen Imbiss eingebrochen worden. Ein dreistelliger Bargeldbetrag, Messer und Lebensmittel wurden laut Polizei gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Schwarzfahren wird teurer. Wer ab dem 1. August ohne gültiges Ticket erwischt wird, muss dann 60 Euro Strafe zahlen. Darauf weist der Verkehrsverbund Oberelbe hin. Diese Regelung gilt aber bundesweit. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass etwa 2-4% der Fahrgäste kein Ticket kaufen. Der Schaden für die Verkehrsgesellschaften wird bundesweit auf etwa 250 Millionen Euro im Jahr geschätzt.
Die Hoyerswerda Sportakrobaten werden mit gleich drei Formationen an den Europameisterschaften in Riesa teilnehmen. Wie der Sportclub mitgeteilt hat, wurden die Nominierungen jetzt offiziell verkündet. Das Damenpaar Lina Ebert und Nancy Deger, das Trio mit Xenia Bartel, Lisa Müller und Lena Waschulewski sowie das Mixedpaar Lara Ziemer und Stefan Hönsch werden an den Start gehen. Damit sei der Verein so zahlreich wie noch nie bei einem internationalen offiziellen Wettkampf vertreten. Der Sommer hat sich heute wieder von seiner schönen Seite gezeigt und wir haben die Zeit genutzt, um einige Gartentipps für Sie einzuholen. Diesmal geht es um die Pflege von Stauden. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Sorgen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hallo liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Servicezeit Garten. An meiner Seite in gewohnter Weise Christina Schuster vom kleinen Waschbären Laubusch. Wie wir bereits in der vergangenen Sendung gesagt haben, heute dreht sich nochmal alles um Stauden und ihre Pflege. Die Urlaubszeit ist da, Pflege heißt ja für mich in dem Falle denn Hauptsache wässern. Nicht ganz korrekt, oder? Es ist sehr unvollständig, sagen wir mal so. Nur von Wasser lebt die Pflanze nicht. Die meisten kennen neben Wässern noch das Düngen und natürlich das Unkrautziehen. Und wer jetzt 2-3 Wochen im Urlaub ist, dem ist klar der Satz von Karl Förster, man kommt nie zweimal in den gleichen Garten. Allerdings, wenn wir uns über die Pflege unterhalten, betrifft das nicht nur das Unkraut, es betrifft auch die Pflanzen, für die wir etwas machen müssen, außer Wässern und Düngen und Unkraut beseitigen. Und das sollte ja unser Thema heute sein. Und ich möchte da auf 2 Werkzeuge hauptsächlich abzielen, nämlich auf den Spaten und auf die Schere. Und falls sich jemand fragt, wieso denn überhaupt, dann muss ich sagen, die Gartengestalter kennen es alle. Wir reden von der Erhaltungspflege, weil die Pflanzen leben ja, sie breiten sich unterschiedlich aus. Manche sind zarter und andere sind robuster, manche verdrängen. Und insofern wird der Grundstein für den Pflegeaufwand schon bei der Pflanzung gelegt, wie ich meinen Garten anlege. Man kann es schaffen, 200 Quadratmeter sehr pflegeintensiv hinzubekommen und der mit 2000 Quadratmeter hat weniger Arbeit. Das ist aber der Grundstein. Nur Pflege muss sein, wie bei allem im Leben. Wir pflegen unser Auto, unsere Wohnung, unsere Beziehung. Und der Grund ist auch der gleiche. Wir wollen es einfach so lange als möglich erhalten. Und es trifft für den Garten eben auch zu. Und da müssen wir etwas tun. Sie haben es gerade spannend gemacht, man kann sehr pflegeleichte Gärten machen. Wie stelle ich mir das vor? Die Pflege zu reduzieren, das heißt weniger Wasser, keine Säufer, sage ich. Das sind vor allen Dingen die Steppenpflanzen. Und um an dem Beispiel zu bleiben, als Extrembeispiel, wer 2000 Quadratmeter hat, kann natürlich eine Obstbaumwiese machen. Er kann Rasenpflanzen sehen. Aber man kann auch Stauden pflanzen, indem man es erstmal wie einen Acker bearbeitet, sich Technik ranholt und dann planmäßig Steppen- und Präriepflanzen pflanzt. Der braucht dann auch keine Schere mehr. Der macht das etwas größerartiger. Nicht mit 1, 2, 3 Pflanzen, sondern der geht circa 3-mal im Jahr mit dem Rasenmäher über die Stauden und macht das, was wir im Kleinen mit der Schere machen. Noch besser ist es zu mulchen. Dann kann er es sogar liegen lassen. Dann lässt er im Herbst nur Gerüstpflanzen stehen, Gräser und einiges, was stehen bleiben muss. Das kommt dann nochmal in der Herbstsendung. Die Wissenschaft, was schneide ich im Herbst ab? Wie ordentlich muss mein Garten eigentlich sein oder nicht? Und auf diese Weise hat er auch nicht mehr Pflege. Im Gegenteil. Das klingt sehr spannend. Wir werden jetzt das Ganze noch ein wenig fortsetzen und zwar über die Pflege reden und das am praktischen Beispiel.
Hier haben wir so ein Beispiel bei den Saxifragen für den Einsatz des Spatens. Wie man sieht, ist hier eine Lücke abgestorben. Das ist nicht etwa einfach vertrocknet, sondern wir nennen es verkreist. Es gibt eine ganze Anzahl von Pflanzen außer Saxifragen, die so reagieren. Da gehören zum Beispiel die ganzen Schafgarben dazu, die oft schon zweite oder dritte Jahr innen drin verkahlen, absterben und rundherum nur eine Rosette haben. Auch die Grasnelken gehören dazu und da hilft nur der Spaten, Pflanze rausnehmen. Wir nehmen die jungen Randpflanzen und der alte Innenteil kommt auf den Kompost. Und hier haben wir noch ein anderes Beispiel, nicht für den Spaten, sondern für die Schere. Wir sehen es eigentlich genau, die Pflanze zeigt es uns auch und zwar beim Thema Remontierschnitt. Das ist eine Monade, die hier unten schon wieder neu austreibt, obwohl sie nicht abgeschnitten worden ist. Besser wäre es gewesen, sie abzuschneiden. Umso kräftiger kommt der Neuaustrieb. Und der Remontierschnitt, das ist zum Beispiel eine typische Sache für den Rittersporn, kennen viele. Er muss 5 bis 10 cm über dem Erdboden abgeschnitten werden, damit wir eine zweite Blüte haben. Ein weiterer Grund ist allerdings auch die Gesunderhaltung. Gerade Rittersporn und auch Monaden bekommen gern Mehltau und der zweite Austrieb ist frei davon. Außerdem verhindern wir die Aussaat, denn wenn alles sich ausgesät hat, das ist eigentlich auch meist nicht erwünscht. Und hier haben wir ein anderes Beispiel. Das ist eine Sorte der Katzenminze, wovon es sehr viele gibt. Sie hat eine sehr lange Blütezeit, wie man sieht. Ein Teil ist abgeblüht, ein Teil blüht noch. Da nimmt man einfach kurzerhand, so wie hier schon geschehen, das ganze Büschel, die Schere und schneidet es ab. Wie gesagt, auch hier, sie bleibt gesund, versamt sich vor allen Dingen nicht. Und wir haben eigentlich auf diese Weise eine sehr, sehr lange Blütezeit, weil sie je nach Witterungsverlauf 3 bis 4 Mal blühen kann. Viele dieser Pflanzen sind ja auch nun, wie man sieht, stark von Hummeln umschwärmt. Und so hat man eigentlich immer Farbenpracht und hat nicht diesen engen Farbkorridor. Das waren jetzt 3 Beispiele. Noch mal kurz zum Zusammenfassen beim Spaten. Wann sollte ich mit ihm loslegen? Eigentlich immer zum Verjüngen, weil die Stauden ein unterschiedliches Lebensalter haben. Wir nennen es Verkreisen, wie bei den Saxifragen. Wir unterscheiden da 3 Gruppen von Pflanzen. Die einen machen das schon nach 1 bis maximal 3 Jahren. Sie müssen aufgenommen werden. Und die nächste Gruppe ist 5 bis 8 Jahre. Und wir haben auch eine Gruppe von Stauden, die kann mit uns gemeinsam alt werden. Das sind vor allen Dingen viele Schattenstauden, die Rottgersien. Aber bei den kurzlebigen Stauden sind es eben auch, wie vorhin schon gesagt, die Schafgarben, die Monaden, Rittersporne. Ist sehr, sehr sortenabhängig. Die Grasnelken sind sehr drastisch, 2, 3 Jahre. Und immer das Junge nehmen. Das hat nichts mit einem Standortwechsel zu tun. Wir können sie zum Teil an die gleiche Fläche wieder hineinsetzen. Natürlich wird man dann ein bisschen Komposterde dazu machen. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Es liegt nicht an dem anderen Boden, sondern wirklich am Alter der Pflanzen. Wir hatten auch jetzt 2 Schnitte an Pflanzen. Wann ist am günstigsten, wann muss ich schneiden? Weil man denkt ja eigentlich so immer, im Frühjahr und im Herbst ist das Klassische, im Sommer, lala. Also Frühjahr und Herbst sind auch Schnittthemen, aber das würde ich gerne im Herbst nochmal bringen, was die Gartenpflege im Frühjahr und im Herbst angeht. Wir haben jetzt hauptsächlich vom Remontierschnitt gesprochen. Der ist ganz egoistisch, wir wollen ganz gerne auch eine zweite Blüte haben, also Blütezeitverlängerung, aber wir kennen auch neben dem Remontierschnitt den sogenannten Nachblüteschnitt. Dann kommt also keine zweite Blüte. Wir machen es aber trotzdem, weil die Pflanze die Tendenz hat, mit dem Laub einzuziehen. Sie bildet Samen. So, und das wollen wir natürlich auch nicht immer haben. Wir wollen auch vernünftiges Laub haben, gesund erhalten. Das geht bis hin bei Sachen im Herbst in Vorbereitung des Winters, weil sich dann Winterknospen bilden. Und wo es ein Nachblüteschnitt gibt, gibt es übrigens auch einen Vorblüteschnitt. Das läuft unter der Kategorie, der Mörder ist immer der Gärtner, weil wir können auch schon vor der Blüte schneiden. Zum Beispiel ein Horst Phlox können wir einen Teil zurückschneiden. Der blüht dann später. Wir haben also eine längere Blüte. Es wird auch gemacht bei Stauden, die zum Kippen neigen, die nicht sehr standfest sind, denn sie verzweigen sich besser. Sie bilden mehrere Blüten, kleinere Blüten und die Höhe wird nicht so hoch. Und
dann sind sie standfester. Liebe Zuschauer, das waren reichlich Tipps für die Stauden im Garten. Wir wünschen Ihnen, wenn er noch kommt, einen schönen Urlaub und bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Mit einer kleinen Festveranstaltung und einem Beachvolleyballturnier ist am 16. Juli 2005, also vor 10 Jahren, der Dreiweiberner See bei Losa offiziell zur Nutzung übergeben worden. Der einstige Tagebau war nur von 1984 bis 1989 im Betrieb. Am 8. Juli 1996 wurde mit der Flutung von oben und unten begonnen. Diese konnte 2002 planmäßig abgeschlossen werden. Der Dreiweiberner See ist bis zu 37 Meter tief und umfasst eine Gesamtfläche von rund 300 Hektar. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Viel Sonne gab es am Donnerstag und in der Nacht ist nun ein wenig Abkühlung mit 14 Grad angesagt. Die ist auch nötig, denn am Freitag erwarten uns heiße 31 Grad mit blauem Himmel. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken zumindest am Nachmittag ab. Das Thermometer erreicht 32 Grad. Es besteht Gewittergefahr, örtlich auch mit Starkregen oder Hagel. Der Sonntag bringt uns einen Mix aus Sonne und Wolken mit angenehmen 25 Grad. Örtlich sind noch Schauer möglich. Eiskalter Genuss ist das Thema am Freitag ab 10 Uhr auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Interessierte erfahren, wie Speiseeis hergestellt wird. Es kann natürlich auch ausprobiert werden. Ab 13 Uhr kann im offenen Freizeittreff auf der Koppel geritten, in der Kreativstube gebastelt oder im Pool gebadet werden. Es proben auch der Kinderzirkus Krabatino und das Varieté Hoiwoi. Eine interessante Veranstaltung gibt es am Freitag erstmalig in der Musikantenschenke zur Eisenbahn in Kamenz-Wiesa. Ab 19 Uhr wird zum offenen Musikantenstammtisch eingeladen. Ab 19 Uhr heißt es dort offene Bühne. Künstler und Gäste sind gern gesehen. Es wird ein buntes, vielseitiges Musikprogramm in Richtung Schlager zu hören sein. Dazu gibt es Rustikales aus dem Topf und der Eintritt ist frei. Let the good times roll ist das Motto im Amphitheater in Großkoschen. Ab 20 Uhr sind dort die Men in Black zu erleben. Kufa Sommerkino ist wieder im Hoyerswerdaer Schloss. Gezeigt wird die amerikanische Komödie Birdman. Film ab heißt es ab 21.30 Uhr, je nach Wetter im Schlosshof oder Saal. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Unser Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.